Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rolex Sash Box von Rolex Sash. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rolex Sash von Rolex Sash, das Ganze in der T-Shirt-Box, denn wir erinnern uns, das Ganze gab es ja in zwei Varianten. Einmal in dieser Box, in der die Uhr dabei war, die Armbanduhr, die habe ich euch bereits vorgestellt und heute zeige ich euch die zweite Box, in diesem Fall ein T-Shirt und ein Schlüsselband statt der Uhr drinnen. Wir haben hier, bevor wir die Folie abmachen, noch einen Hinweissticker und da sehen wir schon, was sich darin befindet. Also Rolex Sash Fanbox inklusive Rolex Sash Album, Radioaktiv Bonus CD, T-Shirt, Lanyard, Poster und Sticker, also Schlüsselband. Lanyard. So, wir werden das Ganze mal öffnen. Die Box deutlich größer. Die Armbanduhren-Variante war ja relativ klein. Also hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie so klein bzw. so flach ist, die Box, wenn wir uns das anschauen. Also sie ist sowohl von der Größe her etwas mehr und natürlich auch hier von der Höhe. Also mit Sicherheit das Doppelte an Stauraum in dieser Box. Wir haben hier oben Rolex Sash. Unten oder an der Seite Rolex Sash lesen wir in Gold. Hier nochmal Rolex Sash. Rolex Sash. Und nochmals Rolex Sash. Und auf der Rückseite haben wir nochmals 385 ideal präsentiert. Rolex Sash inklusive Credits und Barcode. Gut, das Ganze, eine reguläre Clubbox, geht hier auf und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal die Instrumentals, dann das Doppelalbum, also das Album Rolex Sash inklusive Radioaktiv-Tape, das Schlüsselband, das T-Shirt, ein Tourflyer, drei Sticker und ein Poster. Von innen die Box klassisch in weiß gehalten. So, T-Shirt noch eingepackt. Machen wir mal aus der Folie. Und dann natürlich noch das Album. Dieses ebenfalls eingeschweißt. Ist die Frage. Ja, wahrscheinlich am besten hier an dieser Schweißnaht. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. Wir haben hier so einen Pappschuber und auf diesem haben wir genau wie auf der CD das Cover abgebildet. Also Rolex Sash hier oben ohne mit goldenen Ketten und goldener Rolex am Handgelenk. 385 ideal präsentiert Rolex Sash. Auf der Rückseite haben wir die gesamte Tracklist des Albums sowie auch des Radioaktiv-Tapes. Oben lesen wir Rolex Sash, unten Rolex Sash. Und aus diesem Pappschuber kommen dann zwei CDs zum Vorschein, zwei Alben, zwei Jewel Cases in dem Fall. Wir haben hier einmal im Standard Jewel Case das Album Rolex Sash. Hier links das Logo, Cover kennen wir bereits vom Pappschuber. Auf der Seite lesen wir Rolex Sash, Rolex Sash. Und dann haben wir 16 Tracks mit diversen Features. Capital Bra, Nemo, Azad, Chael und Abdi, Hannibal, UFO 361, Khatar und Bones MC. So, auch hier wieder ein Info-Flyer, was auch immer. Einmal zur Tour und einmal zu Merchandise von Rolex Sash. Dann kommt das eigentliche Booklet zum Vorschein. So, also Cover kennen wir bereits. Und dann haben wir hier diverse Fotografien in Schwarz-Weiß und dann die Tracklist in Gold, inklusive der Informationen natürlich, wer an dem Track beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Schön gemacht. Also mir gefällt diese Kombination von Schwarz und Gold sehr, sehr gut. Sehr edel das Ganze. Zieht sich hier komplett durch, das Design.
Und auf der letzten Seite nochmals die Credits bzw. die Social Media Auftritte von Oleg Sesch und 385 Ideal. Die CD sieht so aus, auch in Schwarz und Gold gehalten, Rückseite blank schwarz. Das zweite Album bzw. das Tape sieht so aus. Oleg Sesch ebenfalls wieder oben ohne, allerdings hier mit so einer, ja, mit so einer Jacke, mit so einem Mantel. Radioaktiv lesen wir hier und auch auf der Seite. Oleg Sesch Radioaktiv. Hier haben wir 11 Tracks, Features von AJ, Edin, Joni, Karen und Chase. Also 11 Tracks. So sieht das Ganze aus. Ich werfe auch hier mal kurz einen Blick in das Booklet. Ist relativ dünn gehalten. Jawohl, einfach eine Doppelseite zum Aufklappen. Die ganzen Infos über die Tracks. Auch hier wieder 385i. Die CD natürlich ebenfalls in Schwarz und Gold gehalten. Radioaktiv Oleg Sesch. Und die Rückseite glatt schwarz. Dann haben wir, bevor wir zu den Sticker kommen, einmal die Instrumentals, Rolex Sesh Instrumentals. Und hier haben wir meines Wissens die Tracks nur von Rolex Sesh drauf, also die Tracks von vom Radioaktiv Tape sind nicht als Instrumentals drauf, lediglich hier Rolex Sesh. Jawohl, 16 Stück im Pappschuber. Dann haben wir drei Sticker, einmal diesen hier in rechteckiger Form 385i, dann einmal kreisrund das Rolex Sesh Logo und dasselbe auch nochmals hier. Allerdings hier komplett auch das Cover mit drauf in quadratischer Form. Dann haben wir, ja, das zähle ich jetzt nicht wieder als Boxinhalt, Tourflyer, könnt ihr natürlich die Dates mal checken, eventuell kommt er bei euch vorbei. Dann haben wir als ersten Unterschied zur anderen Box, haben wir einmal dieses Schlüsselband, also ein schwarzes Schlüsselband mit goldenem Aufdruck, Oleg Sesh, Rolex Sesh, geht hier komplett durch, einseitig bedruckt. Dann haben wir hier den Verschluss, den Schließer in Plastik. So geht das Ganze auf. Und hier vorne natürlich Metall. Könnt ihr euren Schlüssel, euren Backstage-Pass, was auch immer, damit reinhängen. Schön gemacht. Gefällt mir gut von der farblichen Gestaltung Schwarz und Gold. Dann haben wir ein Poster. Das dürfte wohl genau dasselbe Poster sein, wie auch schon in der anderen Box, also in der Uhrenbox. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier einmal Oleg Sesh in dieser Radioaktiv-Optik, also oben ohne, allerdings mit diesem Mantel. Darunter lesen wir wieder 385 ideal präsentiert, Rolex Sesh, Oleg Sesh. Und auf der Rückseite dann das Cover von Rolex Sesh auch, wo er wirklich oben ohne steht, ohne Mantel. Und dann haben wir hier noch, ich hoffe man kann es sehen, dann haben wir hier oben noch den Verbraucherhinweis und 385i. So, beide Seiten schön bedruckt und beide Seiten im Hochformat. Machen wir das Ganze wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt und als zweiter unterscheidender Boxinhalt von der anderen Box haben wir hier einmal das T-Shirt. Und dieses, wie auch schon das ganze Artwork der Box und generell das Design, in Schwarz und Gold gehalten. Also wir haben hier ein schwarzes T-Shirt mit goldenem Aufdruck Rolex Sesh. Neckprint oder Ärmeln sind nicht bedruckt, nein. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem goldenen großen Aufdruck mittig im Brustbereich. Das große Logo und darunter Rolex Hash. Wie gesagt, rein von der Farbkombination und von der Gestaltung gefällt mir das richtig gut. Auch wenn ich generell nicht so der Fan bin, wenn jetzt einfach nur so plump der Albumtitel irgendwo steht. Aber diese Optik Schwarz-Gold, gerade in Kombination mit dem Logo, hat auf jeden Fall was. Und für mich ist das ein gelungenes T-Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Schlüsselband. Diese drei Sticker, einmal quadratisch, einmal kreisförmig und einmal rechteckig. Das doppelseitige Poster, zweimal im Hochformat. Die Instrumentals zum Album Rolex Hash im Pappcase, in der Papphülle. Das Radioaktiv-Tape im Jewel-Case und das Album Rolex Hash im Jewel-Case ebenfalls. Beides kommt in so einem Pappschuber. Das alles in dieser wunderbaren Box Rolex Hash von Rolex Hash. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rolex Hash unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.